Kopierschutzmechanismen waren so krass. Also du musstest dich im Social Club anmelden, du hattest, ich glaube, Sekiro mit drin, du hattest Games for Windows Live-Anmeldung. Also ja, Dann man musstest hätte du deine Box vorher abgeben ja und und dann seine auch. Seele verkaufen und Ja. das alles Rockstar schicken. Ja, nee, dieses Mal technische Probleme habe ich mit genau derart die Karte, die bei GTA 4 gestreikt hat, nicht mehr, gar nicht mehr. Die Performance ist zwar immer noch ein bisschen choppy teilweise, aber es ist mehr als spielbar und diese ganzen Kopierschutzdinger wurden auch ein bisschen entschärft. Du musst dich jetzt nicht mehr zwangsweise beim Social Club und Windows Live anmelden, um den Singleplayer zu spielen, was ja nur logisch ist. Aber wenn du halt Multiplayer spielen willst, dann brauchst du halt beides. Also auch von der Seite aus klare Kaufempfehlung. Wenn einem das dann, wenn einem nicht schon das stört, dass man jetzt Windows Live ganz doll hasst oder so, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also diesen Kompromiss einzugehen, das muss sicherlich jeder für sich selbst entscheiden, aber ich würde sagen, diese Spiele sind es wert. Ich würde das wirklich nicht bei jedem Spiel sagen, aber wenn man eine krasse Abneigung gegen Windows Live hat, würde ich es trotzdem machen, denn die Episodes von Liberty City sind einfach nur großartig. Somewhere in the infinite blackness beyond the limits of human comprehension. An ancient, terrible power lies waiting. Kommen wir jetzt zu Sam Max and the Devil's Playhouse, der dritten Staffel der Sam Max Adventures von Telltale Games. Die erste Episode ist jetzt rausgekommen. Aufmerksame Leser von Geek Mythology werden wissen, dass wir uns darauf freuen, wie nichts Gutes. Sam Max gehört wirklich zu unserer Lieblingsfranchise und ich glaube, wir können sagen, dass sich das seit dem Telltale-Release einfach nur noch verstärkt hat. Eine Serie, die relativ schwach anfing mit den ersten drei Episoden der ersten Staffel, aber dann kontinuierlich angezogen hat. Und ja, ich denke, wir können uns auf sehr viel Humor und sehr, sehr, sehr viele coole Rätsel und Charaktere freuen. Und du Ja. hast schon ein bisschen gespielt. Ja, ich Kannst habe du dir schon mal sagen? die erste Episode The Penal Zone. Die ersten, was weiß ich, anderthalb Stunden oder so habe ich jetzt hinter mir. Und sie haben ziemlich viel verändert, aber es ist halt immer noch Sam und Max. Was ich jetzt. Ja, viel verändert also vor allem in inhaltlicher Richtung oder auch auf der mechanischen Ebene. Also eine Sache, die viele Fans, ich will jetzt nicht sagen bemängeln, aber so insgeheim wissen ist, naja, sie könnten sich mal eine neue Engine zulegen oder sie könnten mal dies und das verbessern. Hat sich mehr in kreativer Richtung getan oder hat sich mehr wirklich in mechanischer Richtung getan oder vielleicht sogar beides? Ja, sowohl als auch. Also du hast zwar, ist es immer noch die gleiche Engine, sie ist ein bisschen aufgehübscht, also du hast ein paar höher aufgelöste Texturen, du hast ein paar mehr Shader-Effekte drin, ist alles ein bisschen hübscher, die Animationen sind ein bisschen besser. Also optisch finde ich es vollkommen in Ordnung. Da habe ich nichts dran zu meckern. Und am Style haben sie ziemlich viel geändert. Es ist ein ganz neuer Style, während Sam Max Season 1 und 2 noch eher so ja, ziemlich gleich waren bei drei. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber man merkt es schon direkt in der ersten Episode. Und das ist alles so ein bisschen over the top, ein bisschen verrückt, ein bisschen rätselhaft, was so Zeitsprünge angeht. Okay. Und ja. Aber würdest du also von dem Eindruck, den du bislang hast, sagen, es funktioniert oder ist das oder stört das sehr oder ist es so eine Art Barriere, die man erstmal überwinden muss, durchbrechen muss und dann kann man sich fallen lassen und das voll genießen? Nee, es funktioniert gut, weil die auch clever damit umgehen, mit diesen Zeitsprüngen, die es da gibt am Anfang. Und ich will jetzt auch nicht mehr sagen als Zeitsprünge. Ich meine, es wäre jetzt kein so großer Spoiler, aber Ja, es soll schon jeder selbst sehen. ich meine, ein paar Sachen waren ja im Vorfeld schon klar, die mir persönlich und wahrscheinlich vielen anderen Sam und Max-Fans große Angst eingejagt haben, wie zum Beispiel die Sache, dass Max Psi-Kräfte kriegen soll Ja. in der Season. Und eine Sache, die auch schon groß im Vorfeld, deswegen können wir die sicherlich auch ansprechen, angekündigt wurde, war einer der Widersacher, vielleicht der Widersacher von Sam und Max, ich glaube General Skunkape. Skunk-Ape, genau, Skunk Okay, Ape, liebevoll genannt. der große Alien-Invasor, den siehst du auch gleich in der ersten Sekunde. Also das alles, was sie vorher angekündigt haben, das ist quasi das, was du weißt nach den ersten 5 Minuten des Spielens. Okay. Und Max ist
Psi-Kräfte haben dann halt auch die spielerische Auswirkung, dass es eben nicht mehr nur einfach nur Point-and-Click-Adventure nimm Items und kombiniere. Du hast jetzt auch noch Sams Kräfte mit drin. Und das ist sehr, sehr erfrischend. Also die benutzt du sozusagen, wie du, sagen wir mal, in einem alten Point-and-Click-Adventure hast, hättest du nehmen und gehe zu und so weiter und so fort. Und jetzt kommen quasi noch Maxis-Möglichkeiten hinzu? Ja, na, es funktioniert ein bisschen anders. Du hast oben rechts so ein Icon mit Max Kopf. Und wenn du da drauf drückst, dann gehst du in die Ego-Perspektive von Max. Siehst also die Welt aus 50 Zentimeter Höhe und kannst von da aus dann Maxes Psi-Kräfte auswählen und die aus der Ego-Perspektive verwenden. Du siehst ja aus 50 Zentimeter Höhe und alles als potenzielles Opfer. Die Max-Vision ist sehr nett umgesetzt, weil Max sieht wirklich Sachen, die eigentlich nicht da sind. In Ordnung. Das mit der Ego-Perspektive klingt für die Telltale-Engine doch verhältnismäßig revolutionär. Also ist das eine freie Vision? Kannst du dann wirklich in Maxes Perspektive dich drehen zum Beispiel? Oder? Teils. Also du bist fixiert an einem Punkt. Also okay. Du kannst mit Max nicht laufen währenddessen, aber du kannst dich umgucken. Und dann immer je nachdem, wo du bist, hört es irgendwann auf. Also kannst nur einen begrenzten Raum, kannst sagen wir mal nur 90 Grad. Und dann hört es auf, je nachdem, wo sie halt aufgehört haben zu rendern, wo du dann ins Schwarze gucken würdest. In Ordnung. Das ist eine interessante neue Mechanik. Eine weitere Sache, die sie an Sam und Max verändert haben, eine Sache, der viele Fans vielleicht doch dann schon wieder ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, ist gewisse Interaktionsmechaniken, also zum Beispiel die Laufsteuerung wurde verändert. Ja, da haben sie jetzt die gleiche Steuerung genommen, die sie schon in Wallace and Gromit und in Tales of Monkey Island benutzt haben. Das heißt, du steuerst Sam nicht mehr mit Point and Click, schon noch, wenn du auf Gegenstände drückst, dann läuft er dahin, also, aber wenn du jetzt einfach nur gehen willst, dann musst du die Tastatur benutzen, also WASD, oder alternativ, du hältst die linke Maustaste gedrückt und ziehst ihn in eine Richtung, und wenn du dann gleichzeitig Rechtsklick drückst, dann rennt er. Das mit der Maus ist ein bisschen hakelig, das mit der Tastatur auch, es geht aber noch, also es ist jetzt kein Gamebreaker oder sowas, es ist ein bisschen eine Gewöhnungssache, aber ist das denn in irgendeiner Weise sinnvoll? Also ist das eine Neuerung, von der du sagen würdest, ja, ich verstehe, warum sie die eingebaut haben? Sie haben gesagt, sie machen das, damit sie ein paar mehr cinematische Kameraperspektiven benutzen können. Dass du quasi auch Perspektiven hast, wo du nicht Sams Füße siehst, zum Beispiel, und trotzdem dich noch bewegen kannst. Was ja mit Point and Click dann schon wieder ein bisschen schwieriger wäre in einem dreidimensionalen Raum. Das benutzen sie jetzt nicht so oft, dass ich sagen würde, ja, ich will nur noch diese Steuerung. Aber es ist auch nicht an einem Punkt, wo ich sage, es stört mich. Stört mich eigentlich gar nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich es jetzt schon von Tales of Monkey Island kenne. Und es quasi schon gewohnt bin. Deswegen, ja, für mich macht es da keinen großen Unterschied. Und sie haben das Dialogmenü ein bisschen geändert. Du hast jetzt nicht mehr einfach nur diese Textdinger, die aufgezählt sind unten. Du hast jetzt so ein Kreismenü, so ein bisschen wie in Mass Effect. Inspiration von komischer Seite, aber. Ja, der Vergleich bietet sich ja gerade so an. Max Effect. Das ist eine ganz logische Linie. Das ist optisch ein bisschen ansprechender. Also es fällt dann in diese Kategorie. In Ordnung. Und ansonsten inhaltlich können wir, denke ich mal, dieselben verrückten One-Liner, dieselben verrückten Gags erwarten. Ja, also verrückt trifft ziemlich gut. Verrückt ist die erste Episode oder die ersten anderthalb Stunden der ersten Episode schon mal. Rätseltechnisch kann ich natürlich kaum was sagen, weil es ist typisch für den Anfang von einer Episode. Das ist eher einfach. Ich frage mich halt, ob es jetzt wirklich mal wirklich anspruchsvoll wird, was ja Telltale Games bisher eigentlich nie waren. Sie waren ja immer recht seicht. Nicht wirklich total einfach, aber halt auch nicht jetzt auf dem Niveau von früheren LucasArts-Spielen. You must be this tall to invade this planet, sign. Uh-oh, you made him angry. I'd better get out of here before things get violent. Das war's auch schon mit der zweiten Episode vom Random Encounter. Wenn ihr Fragen habt zur Spielindustrie oder zum Podcast selbst, die ihr gerne im Podcast beantwortet hättet, dann könnt ihr die unter YouTube stellen oder direkt auf unserem Blog. Und für Leo und für mich, wir sagen ciao. See ya.